Und damit herzlich willkommen hier zur neuen Folge Fußballmanager 2013. Ich begrüße dich. Ja, geht weiter. Winterpause. Der FC Thun steht aus der Schweiz vor uns. Ja, wir gehen erstmal ein Stück weiter. Ist ja jetzt nicht so viel passiert. Wir haben uns ein bisschen in Statistik umgeschaut. Ja, wie gesagt, alles nicht so wild. Wir haben uns natürlich auch umgeschaut, ob wir einen Ersatz finden nächstes Jahr vielleicht. Für einen Sechser, ob wir da was finden. Aber derzeit bin ich noch nicht so überzeugt. Ich bin ja auch ein Verfechter, der sagt, wir brauchen jemanden hinten. Den Fitzhirn wollte haben, will ich aber nicht abgeben. So, endet Scouting abgeschlossen. Wir haben noch eine Woche. Ich gucke noch mal nach, aber ich sehe hier keinen Bedarf, irgendwo nachzurüsten. Den Parker, der wird sich auch wieder vertragen mitnehmen. Da bin ich mir sicher, du musst körperlich stärker werden. Da kommt auch wieder zur Vernunft. Den Tim würde ich mir auch wünschen, wenn da moralisch noch ein bisschen mehr kommen würde. Gib im Training alles. Hier, Michael. Noch nicht so viel passiert. Ich habe mir ein paar Spielerbilder hinzugefügt. Eigentlich sollte es dann klappen, zeitnah. Aber irgendwie mobbt mich das Spiel in dieser Hinsicht. Wie sind nicht alle gelbe Moral haben. Ich frage mich, was mit denen los ist. Hier hast gut trainiert, sage ich mal. Nicht wirklich was gebracht. Schade. Hier auch hier gut trainiert. Legt da nochmal 5 Moralpunkte zu. Limbomba. Du musst vorm Tor cleverer werden, sage ich jetzt mal. Das haben wir ja schon gesehen gehabt, dass da ab und zu mal ein Hänger ist. So, wir gucken uns das Freundschaftsspiel gegen den FC Thun natürlich erstmal ganz in Seelenruhe an. Bin mir sicher, das kriegen wir hin. Ich hoffe es. Von der Mannschaftsstärke her weiß ich jetzt auf Anhieb gar nicht. Siehst du? Aber wir haben eine deutlich bessere Saison. Mannschaftsstärke nicht ganz so viel höher, aber wir sind auch nicht in Form. Das muss man auch mal so sagen können. Wir werden die erste Halbzeit so laufen lassen. Oh. Levin wechselt. Wohin? Philipp? Wo geht die Reise hin? Nach Italien, zum Florenz. Was für ein 11 Millionen haben sie bezahlt für einen? Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht, er spricht. Und er spricht immer noch nur Deutsch. Na gut. Er war ja auch nicht so lange dort, muss man auch mal zugeben. So, wir gehen mal in die Teamdynamik mit den Leuten, mit denen wir am wenigsten bis jetzt gelabert haben. Hier Pfeilmann am schwachen Fuß. Fabian Klos, hast gut trainiert. Unfaire Gehälter. Reisinger sehe ich hier ganz groß. Da müssen wir ein bisschen was machen bei Preisinger. Was verdient er denn? Aber er ist halt auch noch keine, ja, feste Größe, sage ich jetzt mal, bei uns. Aber 55.000. Wie lange geht sein Vertrag noch? Bis 2017, also auch noch lang genug.
Grundgehalt erhöhen. Jawohl. Grund. Nein, 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 abbrechen. Grundgehalt erhöhen. Das müssen wir auch mal ein bisschen machen, dass er wenigstens ein bisschen nach oben kommt. Wenn wir überlegen, wir haben durchschnittliche Mannschaftsgehalt, was sind 200 noch was, 42 noch was, 1000, so über den Daumen. Das sind natürlich 55.000, ein Witz. Das ist ein Fünftel. So. Ich hoffe mal, er hat sich jetzt damit ein bisschen ausgezickt. Ja, nur noch drei. Einmal ist noch dabei, also einmal könnten wir es vielleicht noch machen, okay. Wir können auch mal mit ihm reden. Oder auch nicht. Gut, einmal machen wir es bei ihm noch, ansonsten bei Giao und bei Xander. Einmal also noch, gut. So. Oder auch nicht. Giao. Vertrag. Grundgehalt erhöhen. Jawohl. So, ich hoffe, das hat sich damit auch erledigt. Ja, noch zwei Xander und Klos. Was verdient Xander? 165.000. Hat aber auch einen guten Wert jetzt hingelegt. Macht sich gut mit seinen 19 Jahren. Kann man durchaus so sagen. La, 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 la. So, dass man wenigstens ein bisschen anpassen. Auch das gehört. Ja, wenn man ein bisschen die Ruhezeit hier rein von der Winterpause. Wir haben ja gesagt, wir wollen das Freundschaftsspieler machen, diese Runde. Das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt rein ins Freundschaftsspiel. Yep. Machen wir auch. So, wir gehen erstmal rein. Wir machen erstmal das Spiel gegen den FC Thun. Und dann werden wir ja sehen, ob noch irgendwo Bedarf besteht. Ich glaube es nicht. Geht raus, spielt ordentlich Fußball. Ich weiß nicht, was ich sonst hier sagen soll. 1-0 Giao. Vorlage Halimi. 2-0 Tim. Gut. Aua, wer ist verletzt? Zimmermann ist verletzt. Gut. Dann kann Mary einspringen. Und Halbzeit. So. Linke Verteidigung. Rechte Verteidigung. Links außen. Und Preisinger für Marx. Gut. Dann schauen wir uns das mal an jetzt, was jetzt kommt in der zweiten Halbzeit. 5-0 Klos, Vorlage Limbomba. Nochmal Klos und wieder Halimi zur Stelle. Passt. Wenn ich mir so die Noten ansehe. Achso, wieder vergessen. Ach, verdammt. Ich vergesse es jedes Mal hier mit diesen Freundschaftsspielen. Ne, ist aber nicht so schlimm. Neuer Manager-Level und Kyle Beckerman hat neue Erfahrungsstufe erreicht. Gut, na komm her, du Kräpel. Junge, Junge, Junge. Ja, und auch nochmal gerne geschehen, dass ich die ausgeliehenen Spieler gezeigt habe. Mache ich gerne, wenn ihr solche Wünsche habt. Hier zeigt mal ihn, zeigt mal jenes. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Neues Manager-Level, da waren wir ja eigentlich schon mal. Okay. Er verlängert und Sean Parker. Okay. Okay. Er läuft aus, das klingt falsch. ja, das klingt sehr falsch. Wollen wir es denn mal versuchen? Warum eigentlich nicht?
Kaufangebot. Warum eigentlich nicht? Wir haben noch genug Transferbudget übrig. Bolton Wonders sind ansonsten noch im Angebot. Wir bieten, es wäre unser höchstes Angebot, was wir jemals für einen Spieler gegeben haben. Aber die Frage ist auch, was will er vor allem am Gehalt haben? Er verdient aktuell 500.000, das ist schon brachial, wenn wir ehrlich sind. Und hier kommt natürlich jetzt der Hammer. Maximal 2 Jahre. So. Ach du großer Gott, guckt euch das mal an hier. Selbst wenn wir jetzt Handgeld mitgeben ohne Ende. Ach du großer, großer Gott. Frage ist, rendiert sich das wirklich für uns? Schön ist es aufgrund dessen alleine, wie dann Geschwister bei uns im Team hätten. Allein das wäre schon. Bei Abstieg ablösefrei. Dann könnten wir ihn innig halten. Vielleicht können wir dann noch gucken, dass wir. Wir versuchen es mal. Kommt. No risk, no fun. Es wäre natürlich der Coup schlechthin jetzt vor Aue. Es wäre der Coup schlechthin. Aber was will er denn bitte schön in England, wenn er hier zu seinem Bruder gehen kann und mit seinem Bruder zusammen kicken kann? Er würde sich nicht mal um die Position streiten mit einem. Also. Was will er mehr? Natürlich muss man dann sagen, müssen wir gucken, dass wir einen Stürmer loswerden, weil dann ist einer zu viel. Aber ich bin mir sicher, das sollten wir hinkriegen. Aber darum kümmere ich mich wirklich erst dann, wenn es wirklich klappen sollte. Karten können wir gar nicht geben. Wir geben einen Meet and Greet mit Limbombe. So. Geh noch ein Stückchen weiter. So, morgen ist jetzt der letzte Tag. Jetzt bin ich mal gespannt. Er weist es nochmal zurück. Okay. Ach so, das ist Angebot. Ach so. Er wechselt. Er kommt zu uns. Und wir können jetzt nicht mal was machen. Verdammt. Katscha hat man eh auf der Liste. Der Vertrag läuft aus. Also glaube ich nicht, würde ich ihn nicht kaufen. Das Geld können wir uns sparen. Wir sagen mal, wenn sie 50.000 bieten. Mal gucken, was kommt. Mal gucken, was kommt. Ich würde gerne Stürmer verkaufen, aber irgendwie komme ich gerade nicht. Das ist doof gemacht gerade. Wir machen es mal so. Mal gucken, ob sie uns entgegenkommen. Da wird munter eingekauft. Sie kommen uns entgegen. Er will mindestens 3 Jahre. Er wartet nicht. Oh, okay, warte. Du hast langsam ans Team herangeführt. Ja, können wir so lassen. Mindestens 3 Jahre, sagt er. Okay, bei Abstieg. Macht das was aus? Ja, macht was aus. Ist gut für uns auch nochmal.
Wisst ihr was, wir versuchen es jetzt einfach mal. Lebenswechsel ab. Okay, kein Thema. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Dann versauerst du halt noch ein bisschen bei Hamburgs Zweiter, ehe dann noch ein schlechteres Angebot von uns bekommst und dann doch wahrscheinlich einnehmen wirst. Aber wir haben jetzt echt das Geschwisterpaar und ich finde es gerade schade, dass wir keinen Stürmer losgeworden sind. Das ist echt nicht toll. Aber gut, wir haben noch einen riesen Coup gelandet. Ein riesen Coup, Leute. Möwald mit 6,5 Millionen. Der wertvollste Spieler in Liga 2. Dann Platz 15 Limbomba. Tim 28. Okay. Okay. Aber wo ist jetzt Sean Parker? Der Stürmer, der war doch auch einiges wert. Ich freue mich. Ich weiß, es war jetzt ein Schnellschuss. Das mache ich eigentlich extremst ungern, sowas. Vor allem, weil es ihn doch auch einiges an Geld gekostet hat. Aber, ich bin mir sicher, dass uns dieser Transfer durchaus weiterhelfen wird. Durchaus. Er ist noch nicht immer als Kuh. Er wird... Hä? Ich bin der Verwirrte. Hat das jetzt schon geklappt oder nicht? Bin ich jetzt doof? Zwei gekreuzte Hände und ein großes Weh. Das ist Wismut Aue, unsere BSG. Ja, das ist Wismut Aue, unsere FC. Damit stehen wir vor Ost-Derby. Rot-Weiß Erfurt gegen... Er ist nicht da, hä? Aber es stand doch... Ich bin nur verwirrt. Ich komme gerade nicht mit. Es stand doch vorhin da. Wo bin ich jetzt blöd? Hä? Stand vorhin nicht da, dass man den dass er zugesagt hätte? Ich verstehe es nicht. Ach, die haben ihnen auch ein Angebot gemacht und hat das angenommen oder was? Aha. Okay. Ja gut, ist jetzt nicht schlimm, aber... Ich muss mir das Feature nochmal angucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da stand, dass er herkommt. Naja, egal. Wir haben Stürmer. Punkt aus, fertig. das Vertrauen mit dem das Meet and Greet mit den Vertretern ihres Hauptsponsors verlief ohne größere Ereignisse. Streich gespielt. Ihrem Spieler Twente Park wird von den Mannschaftskollegen ein ziemlich gemeiner Streich gespielt. Er findet das überhaupt nicht witzig und verliert 10 Moralpunkte. Gut, jetzt kann ich rufen, Bruder, Bruder, Bruder. Das geht dir gerade nicht. So. Das nervt mich. Ich bin trotzdem gerade verunsichert ein bisschen. Naja, was soll's. So, einen Innenverteidiger brauchen wir für die nächste Partie.
hier oben. Ich überlege, ob ich Steve mit hochnehme, wirklich. Aber so richtigen IV haben die sonst aber auch nicht mehr hier, wenn ich das so richtig sehe. Hier ist noch einer mit einer 53, das wird noch lustig, ja. Gute Frage. Aber ein OM haben wir, glaube ich, auch nicht in der Liste gerade. Weil Möwald verletzt ist. Stürmer hätten wir. Frage ist, könnte Richter oder irgendjemand hier auch Innenverteidiger spielen? Max, könntest du IV vertreten? Nein. Kyle, könntest du? Nein. Na gut, dann holen wir Steve nochmal hoch für ein Spiel. Und warte mal, wie lange ist er denn verletzt? Bevor ich jetzt hier groß anfange. Bis 2. Oh, so lange? Ach, ein Tag. Was? Ach so, derp. Ja. Aktion in die erste Mannschaft für das nächste Spiel. Ey. Jetzt rauscht's bei mir. Machen wir es noch so lange aus. So. Dann kommt Steve rein. Kein Problem. Ja, Halimi kann sich dann hier durchsetzen. Bei Richter hat es geklappt mit dem Bild, bei Arm 3 nicht. Das ist schon wieder zum Mäuse merken. Gut, hier bin ich mir. Habe ich dich richtig geschrieben? M-I-N-G-A-Z-Z-I-N-I. 28.10.94. Ich bin weiterhin verwundert. Mit Preisinger stimmt auch irgendwas nicht, das weiß ich mittlerweile. Na gut. Sei es wie es sei und wie es ist, wir gehen in die Taktik. Halimi möchte ich nicht unbedingt den Spielmacher anvertrauen. Wir werden natürlich wieder unsere Manndeckung aufnehmen. Du auf ihn. Du auf ihn. Und Max nimmt ihn hier vor sich. So, hauptsächlich würde ich hier sagen, wenn ich das so sehe, die Flügel. Obwohl hier fast Wumpe ist. Wir sind auf jeder Position stärker. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Wir gehen hauptsächlich, wir nehmen alles mit rein. Jo. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ich speichere an der Stelle ab, das kennt ihr ja. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin und ja, ciao mit V. Und auch nicht. Na komm, jetzt. Tschüss.